Die Jungs haben dich offenbar unterschätzt, Tom. Naja, hoffentlich haben sie dieses Mal mehr Glück. Jungs, passt auf, dass ihr nichts kaputt macht. Hier stehen jede Menge schöne, teure Sachen herum. Sam! Thank you.
Anscheinend hast du deinen neuen Partner unterschätzt. Vielleicht solltest du die Seiten wechseln. Es ist noch nicht vorbei, Tom. Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen, Sam. Salieri hat auch dich geliebt. Wovon redest du? Wir wären beinahe wegen dieser dämlichen Zigarren draufgegangen. Salieri wusste, dass der Job riskant war. Zwischen den Zigarren waren nämlich Diamanten versteckt. Und er wollte uns nichts davon abgeben. Deshalb wollte Pauli die Bank überfallen, weil er erkannt hatte, dass Salieri uns ausgenutzt hat. Er hat mir von den Diamanten erzählt, Tom. Er wollte sie nur geheim halten, damit niemand wusste, wo sie waren, bevor er sie verkauft hatte. Und die Diamanten hatten nichts mit der Tatsache zu tun, dass du Frank nicht getötet hast. Er hat die Omerta gebrochen. Was ist schlimmer, Tom? Woher weißt du, dass ich Frank nicht getötet habe? Mach dafür jemand anders verantwortlich, den du verschont hast. Du bist zu weich. Sie kam zurück in die Stadt und wir fanden sie durch Zufall. Scheiße! Tom, du weißt doch, dass man Frauen nicht trauen kann. Ich verstehe ja, dass es nicht einfach ist, die beste Freundin deiner Frau umzulegen. Ja, ich hätte es für dich erledigen sollen. Mich hat sie auch angefleht und geheult. Ja, so haben wir gemerkt, dass auf dich kein Verlass ist, haben nachgeforscht und die Sache mit Frank rausgefunden. Sam, glaubst du wirklich, dass alles so enden muss? Es gibt noch eine Chance. Es gibt keinen Weg mehr zurück, Tom. Tut mir leid.
Es ist wieder die gleiche Situation, Tom. Und wieder kannst du nicht entscheiden. Scheiße. Du hast es getan, aber die kriegen dich doch. Salieri wird dich kriegen. Er war auf deiner Seite, du Ratte. Du bist gefährlich, Tom. Und Pauly? Er war sich nie sicher, dass du seinen Tod nicht vergeben würdest. Du musst dich verstecken wie ein Geächteter. Und eines Tages kriegen sie dich. Genau wie bei Frank. Die haben ihn gefunden? Du hast sein Leben nur verlängert. Aber schließlich haben sie ihn auch gefunden. Und Frank war der einzige wirkliche Freund des Don. Freundschaft ist ein Scheißdreck wert. Dann waren sie das also auch. Sie zerstörten die Gemäldesammlung, die ein paar Millionen Dollar wert war? Nicht mit Absicht, aber es ist irgendwie passiert. Na, wenn's weiter nichts ist. Ich konnte dort schnell verschwinden. Es war nicht ganz einfach. Ich war wirklich in Gefahr, aber ich schaffte es. Ich schnappte mir Frau und Tochter und verließ das Land auf der Stelle. Sam hatte recht. Wenn sie Frank in Europa gefunden und noch 5 Jahre nach seinem Verschwinden hingerichtet hatten, würden Sie mich nach meinem Betrug nicht entkommen lassen. Und Sie sind gewillt, all das, was Sie mir jetzt gesagt haben, auch vor Gericht und gegen all diese Männer auszusagen. Denken Sie nicht, dass Sie die Sache dadurch nur noch schlimmer machen? Was Sie jetzt vorhaben, ist mehr als ein Vergehen. Es ist Hochverrat. Wenn diese Männer ins Gefängnis gehen oder besser hingerichtet werden, können Sie sich nicht mehr an mir rächen. Wenigstens nicht so leicht wie in Freiheit. Ich bin bereit, gegen Sie auszusagen, wenn Sie mir unseren Schutz gewährleisten und meiner Frau, meiner Tochter und mir eine neue Identität garantieren. Wenn wir das alles schaffen, wird das der größte Prozess, den dieses Land jemals erlebt hat. Ein interessantes Angebot. Ich weiß nicht, ob es moralisch ist, jemandem wie Ihnen zu helfen. Aber ich schätze, das Resultat ist es wert. Ich denke, wir helfen Ihnen. Bis zum Prozess ging alles glatt. Ich saß in meiner Zelle und schrieb die Beweise gegen die Leute nieder, mit denen ich gearbeitet hatte. Und mit denen ich 10 Jahre lang befreundet war. Der Prozess war riesig und versetzte das Land in einen Schock. Salieri und einige seiner Killer wanderten auf den Stuhl. Die kürzeste Strafe betrug 8 Jahre. Ich verbrachte die gesamte Zeit in einer Zelle an einem geheimen Ort ohne Besucher. In der ganzen Zeit sah ich weder Sarah noch meine kleine Tochter. Aber es hat sich gelohnt. Norman besorgte uns eine neue Identität und schickte uns an das andere Ende der Staaten.
Ich arbeitete als Fahrer für ein angesehenes Unternehmen. Wir begannen ein völlig neues Leben. Dieser Frieden wurde nur durch den Krieg unterbrochen, aber wir schafften auch das. Mr. Angelo? Ja? Mr. Salieri schickt Ihnen Grüße. Wissen Sie, die Welt wird nicht von geschriebenen Gesetzen regiert, sondern von Menschen. Entweder mit Hilfe der Gesetze oder nicht. Es kommt auf jeden Einzelnen an, wie seine Welt ist, was er aus ihr macht. Und man braucht eine gehörige Portion Glück, damit einem niemand das Leben zur Hölle macht. Und es ist nicht so einfach, wie man in der Grundschule lernt. Aber es ist gut, hohe Ideale zu haben und daran festzuhalten. In der Ehe, beim Verbrechen, im Krieg, immer und überall. Ich hab's versaut. So wie Paulie und Sam. Wir wollten ein besseres Leben, aber am Ende erging es uns schlechter als den meisten anderen. Wissen Sie, es ist wichtig, das richtige Maß zu finden. Ja, Maß, das ist das richtige Wort. Der Typ, der zu viel erreichen will, riskiert, absolut alles zu verlieren. Und derjenige natürlich, der zu wenig vom Leben will, kriegt vielleicht gar nichts. Pocketbooks took the mix, thought he'd never see the click. Slapped on a wrist,
His case was dismissed. You see him on a talk show. It pays if you're rich pops. Grease the bulls just to bribe the judge. Should have scared him straight. Should have gave him tough love. But that's when they called him from the jury to the warden. Everybody had a price, but this time it can't afford a man. Where the gangsters go when they die? They don't go to heaven where the angels lie. Where the gangsters go when they die? They don't go to heaven where the angels lie. Where the gangsters go when they die? They don't go to heaven where the angels lie. Where the gangsters go when they die? They don't go to heaven where the angels lie. Where the gangsters go when they die? They don't go to heaven where the angels Я не могу, 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 я не